Wenn ich Kinder haben möchte, können Myome dann Probleme machen? Ja, das können Sie auch. Myome sind erstmal alleine von ihrem Sitz natürlich in der Lage, quasi ein mechanisches Hindernis zu bilden und können auch durch ihren Sitz, insbesondere wenn sie so unmittelbar unter der Schleimhaut der Gebärmutter sitzen, zum Beispiel die Einnistung eines befruchteten Eis behindern. Was ist denn in Bezug auf einen Kinderwunsch bei der Myomtherapie zu beachten? Die Kinderwunschpatienten haben ja nun in erster Linie das Interesse, mal schwanger zu werden. Das heißt, wir wollen erstens die Gebärmutter so gut erhalten, dass eine Schwangerschaft problemlos möglich ist. Wir wollen die Gebärmutterwand nicht zerstören. Wir wollen auf der anderen Seite aber auch eine Einnistung möglich machen. Das heißt, wenn wir ein Myom behandeln, müssen wir auch immer beachten, dass im Inneren die Schleimhaut nicht komplett zerstört wird. Welche Rolle spielt denn ein Kinderwunschzentrum bei der Behandlung? Wenn es einen unerfüllten Kinderwunsch gibt, dann gibt es dafür jede Menge Ursachen. Eine der Ursachen könnte natürlich auch ein Myom sein. Die Aufgabe eines Kinderwunschzentrums ist es natürlich in erster Linie herauszufinden, warum es einem Paar nicht gelingt, schwanger zu werden und sie dabei zu unterstützen, dass es dann doch zu einer gewünschten Schwangerschaft kommen kann. Wenn bei dieser Untersuchung herauskommt, dass ein Myom ein entsprechendes Hindernis darstellen könnte, dann ist es mitunter so, dass wir in der Zusammenarbeit mit dem Kinderwunschzentrum dann die Therapie einleiten.